Guten Tag und herzlich willkommen zu den Gamesfeld-Nachrichten. Ich bin der Pimin, schön, dass ihr am Start seid. Morgen ist wieder Freitag, ihr wisst, was das heißt, eine neue Folge Insert Coin pünktlich um 18 Uhr. Seid doch gerne live dabei. Kommen wir zu den Themen von heute. Cyberpunk 2077 erlebt einen zweiten Frühling. Logitech bringt in Kooperation mit Microsoft eine Handheld-Konsole auf den Markt. Das Splinter Cell Remake könnte vom Original abweichen. Und The Valiant hat einen Release-Termin. Wenn ihr auch in Zukunft immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann lasst uns doch jetzt gerne ein Abo da und drückt da auf die Glocke. Viel Spaß mit den News. Die Story rund um Cyberpunk kennt jeder. Oft verschoben, beim Release gefloppt, da miserabler technischer Zustand, zeitweise sogar aus den Stores genommen, aber eigentlich ein gutes Spiel. Mit dem erschienenen Update 1.6 wurden nochmals etliche Probleme behoben und neue Inhalte veröffentlicht. Und das scheint bei der Community anzukommen. Cyberpunk 2077 zählt aktuell zu den beliebtesten Titeln auf Steam mit über 80.000 Spielern gleichzeitig. Und insgesamt beschäftigen sich auch wieder so viele Gamer mit dem Spiel wie nie zuvor seit dem Launch. Da wird garantiert auch die Next-Gen-Version ihren Anteil dran haben. Im nächsten Jahr geht es dann weiter mit der Phantom Liberty-Erweiterung. Handheld-Konsolen scheinen so langsam wieder in Mode zu kommen. Die Switch hat es vorgemacht, Valve hat sein Steam Deck nachgeschoben, jetzt folgt Logitech. Logitech kooperiert mit Microsoft Xbox und bringt das Handheld G-Cloud auf den Markt. Die Plattform setzt dafür auf Xbox Cloud Gaming und ist speziell dafür optimiert. Ihr könnt aber auch Titel über Nvidia Streaming Service Shield zocken. Vom Aussehen her ähnelt der Handheld einer Switch Lite und setzt auf die bewährten A, B, X, Y-Knöpfe sowie D-Pads und Schultertasten. Die Akkulaufzeit wird mit rund 12 Stunden angegeben bei einer Auflösung von 1080p. Logitech G-Cloud kommt schon sehr bald auf den Markt, und zwar am 17. Oktober. Kostenpunkt $350. Bei Ubisoft befindet sich ja aktuell ein Remake zu Tom Clancy's Splinter Cell in Arbeit. Auf Basis der Snowdrop Engine wird der Stealth-Action-Klassiker quasi von Grund auf neu entwickelt. Aber so erwartet euch nicht nur eine aufgebohrte Grafik und smootheres Gameplay, anscheinend wird auch die Story überarbeitet. Laut einer Stellenausschreibung wird ein Scriptwriter gesucht, der die Story für ein Publikum der modernen Zeit neu schreibt und updatet. Aber keine Sorge, Ubisoft versicherte direkt, dass man das Herz der Splinter Cell-Erfahrung bewahren wolle, trotz den ganzen Änderungen. Bleibt also abzuwarten, was dabei rauskommt, mit der Story steht und fällt aber schon einiges. Mit The Valiant bekommt ihr ein actionlastiges RTS mit Rollenspielelementen. Im Mittelalter-Setting erwarten euch dann packende Echtzeit-Strategieschlachten. Die Story-Kampagne umfasst dabei 16 Missionen inklusive New Game Plus und führt euch durch fast ganz Europa. Für kooperative Gemüter ist natürlich ein PvP-Modus dabei sowie eine kooperative Last Man Standing-Herausforderung. Lange müsst ihr nun nicht mehr warten, bis ihr euch ins Gemetzel werfen könnt. Mit einem neuen Trailer wurde das Release-Datum bekannt gegeben. The Valiant erscheint am 19. Oktober für den PC. Und das war's auch schon wieder mit den Gamesfeld-Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören und bis morgen wie immer nach InsertCoin hier bei den Gamesfeld-Nachrichten um 19 Uhr. Servus!